So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, zu einem neuen eingeschobenen Let's Play. Und zwar, Scania Truck Driving Simulator. Ich habe jetzt hier nicht extra irgendwie so eine Umgebung gemacht für Let's Plays, ne? Von daher weil es wahrscheinlich sogar ganz sinnvoll wäre, Fragezeichen. Die Frage ist, wenn ich jetzt SCS, kann OBS das Fenster einfangen? Wahrscheinlich nicht. Müsste ich erstmal hinzufügen. Ne. Wird nicht eingefangen. Schade. Vielleicht sollte ich doch mal eine Umgebung machen, extra für, wobei, dann müsste ich das auch erstmal wieder aktivieren, ne? Ah, kacke. Weil ja, Scania Truck Driving Simulator ist ein Spiel mit Lizenzcode, das du aktivieren musst. Ach, fuck off, wir machen es einfach so. So, wollen wir aber ganz kurz gucken hier. Warum hören wir keinen Ton? Ich glaube, ich habe den Ton in-game abgeschalten. Profil bearbeitet, nein. Profil, was? Audio. Das ist aber laut. Gesamtlautstärke machen wir mal auf 50% oder so. I don't know. So. Jetzt muss ich nur dafür sorgen. Ach, ich komme hier aus dem Fenster. Ich komme selbst aus dem Fenster nicht raus. Das ist ja krank. Ich komme, das Spiel läuft gar nicht bei OBS rein. Weil das Spiel meine Maus komplett fängt. That's really fucked up. Ah, Minimin geht. Ah, okay. So. Dann muss ich mal ganz kurz hier, Fensteraufnahme. Scania. Weil ich bin in die Mitte, kann ich jetzt nicht ändern. Ah, okay, das geht. Okay. Warum kann ich jetzt mit der Maus rausgehen? Ach! Okay. Ah! Oh! Okay. Na gut. Was ist das behindert? Wo geht's? Aber ich krieg das Fenster nicht angeboten. Ich glaube, du musst das nochmal entfernen. So. Nochmal hinzufügen. Fensteraufnahme. Scania. Aha. Stimmt ja, dadurch, dass das Spiel im Fenstermodus läuft, heißt das Ding ja selber, also heißt das Fenster einfach nur Wine. Andersrum, Default Wine Desktop. Ja, also habe ich OBS minimiert. So, du kommst bitte nach unten. So nehme ich. Perfekt. Ah. Da
Tada! Gut. Dann nenne ich das Ding am besten nochmal um, und zwar nach Wine. Because it's funny. I don't know. So, dann wollen wir mal gucken. The Game. Ja, willkommen bei Scania Truck Driving Simulator The Game Fahrerprofil Ronny. Das Spiel ist bei SES Software. Und ja, es ist tatsächlich der direkte Vorläufer von Euro Truck Simulator 2 und leitet quasi deren Engine ein. Ne? Bis Scania Truck Driving Simulator, also alles ab dem Euro Truck Simulator in Klammern 1 hat ja eine Engine, die dann auch, worauf auch die weiteren Spiele dann aufbauen, also German Truck Simulator, UK Truck Simulator, was es noch so alles gab, hat ja alles die gleiche Engine, die vom Euro Truck Simulator 1, also Euro Truck Simulator. So, und dann kam aber irgendwann Euro Truck Simulator 2 mit der neuen Engine. Und Euro Truck Simulator 2 war aber gar nicht das erste Spiel mit dieser Engine, sondern das war tatsächlich Scania Truck Driving Simulator. Keine Ahnung, ob sie das Spiel rausgebracht haben als Proof of Concept, dass die neue Engine funktioniert, oder es einfach sich so ergeben hatte, dass das Spiel halt sowieso raus sollte und die denke ich die neue Engine genommen haben. Aber letztendlich hat sich dann so herausgestellt, dass das Spiel doch irgendwie als Testwiese gedient hat für die neue Engine. Ja. So, wir machen mal ein neues Profil. Wir wollen offline. Ja. Wir nennen uns Weiß, ja, let's go. Ja, aber keine. Sehr will ich einstellen. Profil erstellen. So, das sind die ganzen Hauptquests. Oben. Alter. Ist ein Kalauter geworden? Ja. Mal. So. Ich mach mal ein bisschen so hier. Genau, das ist gut. Eigentlich kann es so viel leiser sein. So. Erstmal hier mal ein bisschen Grafik machen. Also erstmal Anzeige. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ach, das hat er übernommen. Ja, klar. Aber die Leuchter hat er nicht übernommen. Was ein Opfer. Ja, Tastatur hier kann man nicht wirklich viel einstellen. Ich kann zwar sagen, dass ich mit Maus fahren möchte, aber man kann sonst kaum was einstellen. Ja, hier auch wieder. Lenkempfindlichkeit hat er übernommen, aber nicht, dass ich mit Maus und Tastatur spielen möchte. Was ist das für ein komisches Spiel? Genau. Man hat ja so verschiedene Hauptsachen, also Hauptgruppen. Und in jeder Gruppe hast du dann verschiedene Quests, die du machen kannst. Du kannst immer eine Quest machen und die nächste. Und mit jeder Quest schaltest du quasi die übernächste frei. Also, du hast immer zwei Quests immer zur Auswahl. Das heißt für den Fall, wir schaffen die und scheitern aber immer gnadenlos an die, dann können wir die quasi einfach überspringen und direkt zur nächsten Quest gehen. Ich glaube, das werden wir auch ein paar Mal machen müssen. I don't know. Aber ganz ehrlich, so diese Führerschein-Sachen interessieren mich eigentlich gar nicht. Das ist so Billo-Zeug. Fahrerwettbewerb, ich würde mich gerne nicht auf diese Gefechtsstrecken konzentrieren und auf freie Fahrt. Das ist auch das, was ich so privat immer am ehesten gemacht habe. Also nicht früher. Ich hatte das Spiel früher gar nicht, sondern mit früher meine ich jetzt die letzten ein, zwei Wochen, seitdem ich das Spiel habe hier. So, Straße des Todes. Ernsthaft? Naja. Und interessant, das weiß ich auch, seitdem ich dieses Spiel hier spiele. Man hat immer so eine Introduction of the Map. Es ist übrigens, wie gesagt, keine offene Map, so wie Euro Truck Simulator oder Euro Truck Simulator 2 oder alle anderen Spiele, sondern es sind tatsächlich viele kleine einzelne Maps und wie man gesehen hat, man hat Maschine Mission und jede Mission hat quasi ihre eigene kleine Map. Ich habe auch die Entwickler-Tools an,
Also kann ich das gerade nicht benutzen, weil ja die Maus gelockt ist. Und ja, man kann hier, ich habe jetzt hier Maussteuerung, und es gibt ja aber keine Taste, mit der ich in der Maussteuerung trotzdem die Kamera steuern kann. Gab es damals noch nicht. Egal, auf jeden Fall sieht man hier schon, die Map geht wirklich nur so, nur so weit, wie sie für das Spiel gebraucht. Was mache ich hier gerade? Wie sie für das Spiel gebraucht wird, und dann hier endet sie, und da hinten endet sie dann quasi auch. Das heißt, es sind viele kleine Maps und nicht eine freie große Map. Was ein bisschen schade ist, wie gesagt, es gibt auch eine freie Map für dieses freie Fahren, aber auch die ist relativ klein, ist zwar wesentlich größer als das jetzt hier, aber ein Witz von der Map von Euro Truck Simulator 2 zum Beispiel. So, wir wollen mal hier fahren. Der Kart ist eingestellt. Und wie gesagt, die Physik war damals auch noch super kacke. Ist schon besser als German Truck Simulator und Euro Truck Simulator 1. Aber im Vergleich zu den ersten Versionen von Euro Truck Simulator 2 tropft noch ein Witz. Wie gesagt, das Fahrzeug hier, das rutscht extrem. Guck mal, wenn man lenkt hier, wie der da nachrutscht. Das ist super seltsam. Also fühlt sich super schwammig. Auch das Bremsen und so, alles super schwammig. Und ja, wie gesagt, hier geht es vor allen Dingen darum, das ist halt das Schöne an diesen Missionen, dass es halt richtig Missionen gibt, wo du halt so schwierige Streckenabschnitte hast, die du halt abfahren musst. Auch manche Sachen mit Rangieren, also mit Rückwärtsfahren, die werde ich aber wahrscheinlich allesamt überspringen, weil Rückwärtsfahren in dem Spiel hier ist echt grottenscheiße, gerade weil ich die Kamera halt nicht steuern kann. Ich habe halt nur diese eine feste Sicht und sobald du diese Sicht verlässt, kriegst du Punktabzüge. Danke dafür. Ja, und was ich gesehen habe. Achso. Ja gut, egal, trotzdem. Es gab in ETS 2, also mit dieser Engine, tatsächlich eine Wiederholfunktion. Womit sich mir die Frage stellt, warum zum Fick haben sie das später entfernt? Warum haben sie das nicht in den Euro Truck 2 Simulator also in den Euro Truck Simulator 2 übernommen? Wollt ihr mich eigentlich ficken? Ja, interessant. Man kann auch ganz mal. Ah ne, hier, da. Schade, ich dachte, das Audio sind auch reversed. und man kann hier tatsächlich verschiedene Ansichten durchschalten. Alles das, was ich für den Euro Truck Simulator 2 gehabt haben wollte. Warum gab es das damals und heute nicht mehr? Digga. Also, ich dachte immer, das ist eine technische Limitierung, aber das ist einfach nur Betrug. Was geht ab mit den Leuten? Oh, das war aber gerade laut. Ja. Gut, das erstmal dazu. Ich glaube, dann werde ich das auch erstmal als erste Folge so Dings dann. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann quasi wirklich richtig loslegen mit den ersten Quests. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht werde ich doch alle Folgen etwas kürzer lassen. Halbe Stunden Folgen. Machen bei den kurzen Quests wahrscheinlich eher wenig Sinn. Pro Folge eine Quest macht aber auch keinen Sinn. Dafür sind die, glaube ich, zu kurz, die Quests. Das heißt, ich werde schon so ein paar pro Folge machen, aber halbe Stunde Folgen wäre es wahrscheinlich nicht. Höchstens dann später bei der freien Fahrt. Vielleicht werden wir die auch ein bisschen anschneiden. Mal gucken. Genau, auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.